ihr Lieben, ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch eine Firma vorstellen, die war nämlich auf dem Beauty Press Event vertreten. Die hat sich zur Aufgabe gemacht, ganz zeitnah die neuesten Beauty-Trends nach Deutschland zu bringen. Ja, neben zum Beispiel dem schnell trocknenden Topcoat Sèche-Vite oder den Duo Wimpernkleber war noch eine Marke dabei, die hat ganz schön viel Wind quasi auf dem Event gemacht, denn da haben sich wirklich alle quasi in einer langen Schlange angestanden, damit sie Echthaarwimpern von Adele aufgeklebt bekommen. Ja, ich dachte erstmal, das ist vielleicht nicht sowas für mich. Ich trage eigentlich keine künstlichen Wimpern wegen der Brille. Aber aufgepasst, ich habe mir da mal welche auftragen lassen. Und ich bin so begeistert, immer noch, wenn ich quasi auf diese Aufnahmen zurückblicke, dass das einfach so toll aussieht, nicht an die Brille schlägt. Und ja, das sieht direkt viel, viel besser und stylischer aus. Also ich war total begeistert und ja, ich habe eine ganz, ganz vollgepackte Goodie Bag für euch und die packen wir jetzt aus. Die Wimpern, die ich beim Beauty Press Event aufgetragen bekommen habe, sind die Adele Accent Wimpern. Die sind so ein bisschen kürzer, so dass man die auch wirklich sehr, sehr gut an der Außenseite auftragen kann. Man muss die nicht mehr zuschneiden und ja, die heben so ein bisschen das Auge, passen eben sehr, sehr gut zu einem schwarzen Lidstrich, finde ich. Und ja, also die sind auf jeden Fall mein absoluter Favorit. Und wenn man gut mit den Wimpern umgeht, dann kann man die auch bestimmt 10 oder 20 Mal noch verwenden. Drei Wimpernpaare, die so ein bisschen effektvoller sind, habe ich noch mitbekommen. Und zwar sind das einmal die Adele Glamour Wimpern. Die haben wir ausgesucht, weil die nicht so extrem lang sind. Dann habe ich noch die Adele Edgy Wimpern und ich glaube, wenn man die drauf hat, dann fällt man auf jeden Fall positiv auf. Und dann habe ich noch die Adele Natural Wimpern. Die gefallen mir besonders gut, weil die jetzt wirklich nicht mehr einfach wie künstliche Wimpern aussehen. Also die sehen wirklich sehr, sehr natürlich aus. Des Weiteren war noch in der Goodie Bag ein Adele Deluxe Pack und da sind einmal zwei Wimpernpaare dabei, nämlich die 110er und die sehen sehr natürlich aus und ich glaube, die sind auf jeden Fall alltagstauglich. Ja, dann ist noch ein Wimpernkleber dabei und das ist der sehr bekannte Duo Eyelash Adhesive und ein Wimpernapplikator. Der soll auf jeden Fall besser sein, als wenn man die Wimpern mit einer Pinzette, mit so einer Spitzenpinzette aufträgt und da das auch von Franziska verwandt wurde, finde ich das sehr toll, dass ich das jetzt auch habe. Ganz toll fand ich noch, dass es auch einen Duo Eyelash Glue gibt, der schwarz ist und der verblendet sich einfach viel besser mit einem schwarzen Lidstrich und natürlich den Wimpern und das fand ich sehr, sehr toll. Es gibt den normalen Wimpernkleber, der weiß ist und dann so transparent trocknet, aber da ich ja sowieso immer eigentlich einen Lidstrich trage, finde ich das natürlich viel, viel besser und auch passender. Ich freue mich sehr, 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 dass das in meiner Goodie Bag war. Ganz neu für mich war, dass Adele nicht nur für die perfekten Wimpern steht, sondern eben auch für schöne Augenbrauen. Und ja, da stehe ich ja total drauf und freue mich immer, neue Sachen auszuprobieren. Ich habe hier von Adele das Pro Brow Defining Kit mitbekommen. Und das kommt daher mit so einer Palette mit 4 Farbtönen, einem Highlighterton und ja, etwas dunkleren Tönen für das Nachmalen der Augenbrauen. Dann noch mit einem Wachsstift und ja, einem Pinsel, wo auf der einen Seite quasi der Pinsel zum Bürsten dabei ist und mit der anderen Seite kann man dann eben das Puder auftragen. Sehr, sehr interessant, freue ich mich drüber. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Ah, ich freue mich schon. Ich finde das toll, dass man quasi sowas auch in einem Set auch erhalten kann. Finde ich ganz, ganz toll. Noch zwei Sachen habe ich für die Augenbrauen mitbekommen. Einmal das Pro Brow Building Fiber Gel. Das ist wie ja, eine Mascara für die Augenbrauen mit Farbpigmenten hier in Dark Brown und mit Härchen. Diese Härchen füllen dann so ein bisschen die Lücken auf und ja, insgesamt wirken die Augenbrauen dann voller.
finde ich sehr, sehr interessant. Und dann habe ich auch noch eine Pro Brow Pomade bekommen. Das ist so ein bisschen dickeres Gel, sehr, sehr hoch pigmentiert. Und ja, das ist meine erste Augenbrauenpomade, die ich ausprobieren werde. Und bin ich schon sehr, sehr gespannt. So ihr Lieben, das waren also die Produktneuheiten, die Beauty & More so nach Deutschland gebracht hat. Finde ich einfach sehr, sehr interessant, mal von Adele was auszuprobieren. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr mal ein Video von mir haben möchtet, wo ich euch zeige, wie man die Wimpern aufträgt. Das kann ja auch mal ganz interessant sein. Ja, gerne Däumchen nach oben und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!